Im Casino. Der Plan war, Tony zu töten, nicht seinen Bruder. Unfälle passieren. Leck mich. Jetzt weiß er auf jeden Fall, dass Krieg herrscht. Was hast du rausgekriegt? Tonys Kunstgalerie. Er scheint dort viel Zeit zu verbringen. Tony Sharp, der Kunstmäzen. Was für ein Scheiß. Es geht nur um sein Ego. Er will einfach respektiert werden. Und anscheinend gibt's eine neue Ausstellung. Wir müssen rausfinden, was er wirklich vorhat. Ja. Ich gehe der Sache auf den Grund. Willst du da einfach reinspazieren? Oh, ich hab's. Schnapp dir eine Baskenmütze und einen Pinsel, dann fällst du gar nicht auf. Hier, setz dir auf. Wie sehe ich aus? Huch! Wo ist Ryan hin? Er war eben noch da. Hab gerade nur mit ihm geredet. Verdammt, Bruder. Ryan Marx, der Mann mit den 1000 Gesichtern. Lernt man das in der Armee? Okay, okay. Du musst in diese Galerie und nachsehen, was da los ist. Ja, alles klar. Wenn Tony dort ist, weißt du, was zu tun ist. Warte mal, gerade... Marx, du mieser Feigling! Du bist sowas von tot! Tot, hörst du verdammt nochmal! Findet ihn! Ich will sein Kopf! Wo ist Taylor? Wo ist Taylor? Dann bringt sie her! Sofort! Du kannst ihn nicht verkriechen, Marx! Du bist tot! Hörst du? Teach hatte das absolut nicht verdient! Du bist ein toter Mann! Scheint sich über irgendwas aufzuregen. Wir müssen das unter Kontrolle bringen. Alles klar. Ich sollte los. Sei vorsichtig. Und ein herzlich willkommen mit mir hier, der Stefan bei Blood and True. Erstmal aufsetzen. Hallo. Willkommen in der Anthony Sharp Sammlung moderner Kunst. Wo gehe ich denn jetzt hin? Sondern auch ewig von einem, der ihren anvertraut. Ich führe sie durch die Sammlung. Finde ich gut. So, wir gehen jetzt hier lang. Hallo, mein lieber Freund. Ich war in jüngeren Jahren ein kleiner Du nicht gut. Aber ich hatte schon immer ein Faible für Kunst. Nicht 12 Jahre. Aber auch andere Geschäftsinhaber in der Nähe gingen bald ähnliche Abmachungen ein. Das war natürlich ein Witz. Das Wandgemälde schaffte es in die Lokalzeitung. Alle lieben es. Die Leute haben ein Bild von mir. Das weiß ich. Für sie bin ich der Bauunternehmer aus der Arbeiterklasse. Sie halten diesen ganzen Kunstkram für Affektiertheit und Show. Aber so ist es nicht. Ich weiß, das ist... Das nächste Exponat ist anamorph. Man nimmt es also je nach gewählter Perspektive ganz unterschiedlich wahr. Um das Beste herauszuholen, müssen sie in Bewegung bleiben. Dadurch verändert sich ihr Blickwinkel. Ein bisschen wie auch im Leben, finde ich. Okay. Wer hat die Arschkarte gezogen? Schon wieder Big Phil? Genau der. Er mag die Nachtschicht. Er sagt, er kann da seinen Schlaf nachholen. Okay. Ach, Mist. Sag nicht, du hast es schon wieder vergessen. Nein, was muss ich machen? Das Jahr, in dem die Titanic sank. Beide Controller funktionieren aber noch. Das ist nicht der alte Tony, das ist eine andere Hausnummer. Es ist Charlie, Mann. Er versteht das. Meine Leute halten es aus, die sind anscheinend total irre. Bei ihnen ist sie sicher. Er hat auch mehr Leute reingeschafft. Krasse Leute. Tony hat Geld, Waffen und jetzt noch mehr Leute. Wir müssen mithalten. Werden wir tun, Mann. Keine Sorge. Und du, wie lief's bei dir? In der Mitte der Galerie befindet sich eine Art Tresorraum. Da könnte was drin sein. Vielleicht hütet er da sein verfluchtes Ego. Ja. Meinst du, du kommst da rein? Das nehme ich zurück. Charlies Männer. Okay, ich muss sie einweisen. Und sicherstellen, dass alle genau Bescheid wissen. Es sollte nur ein paar Stunden dauern. Verschafft euch Zugang zu diesem Raum und seinem Inhalt. Und Jungs, seid vorsichtig. Ja, Mann. Lass das. Also, wie stellen wir es an? Es hat nur eine Wache Nachtschicht. Big Phil soll einen sehr festen Schlaf haben.
Eine Wache. Ja. Ist halt angeblich nur eine Kunstgalerie. Worauf wartet ihr? Na dann los, zieht Leine. Ja, alles gut, Schwesterlein. Etwas Kunst an. Ich wusste gar nicht, dass du meine Schwester bist. Ich starte mal Modell für einen Zeichenkurs. Wo bist du denn jetzt? Ich bin hingekommen. Uiihihi! Das tut doch. Wo warst du denn? Aua. Das menschliche Gehör nimmt Geflüster deutlich besser als leises Reden, verstehst du? Wie bitte? Das menschliche... Okay, flüster nicht. Sprich einfach leise, ja? Okay. Los, gehen wir. Sieht nicht sehr stabil aus, oder, Ryan? Müssen wir kaputt machen. Kaputt machen wir nicht gut. Ich hab's doch gesagt, ich hab's doch gesagt. Ah! Was machst du denn? Wie dumm ist das? Aus dem Weg, aus dem Weg! Mein Gott! Das war nicht gerade leise und nach SAS-Manier, Junge. Ja. Allerdings halte ich das für eine Verbesserung. Meine Waffen bis jetzt. Ach so, hier lang. Alter, das ist auch mega hart geil. Beweg deine Hände. Sag Hallo zur Mark's Crew. Ja. Ich bin Yoda. Das ist schon geil, das muss ich zugeben. Ja, das ist schon ziemlich beeindruckend. Okay, gut, weiter. Aber das ist echt beeindruckend, wie mein Charakter das auch gesagt hat. Muss ich ehrlich sagen. Oh mein Gott, ist das geil. Okay, einmal. Ach so, geradeaus. Oh, diese ganzen Schiebtüren, die regen mich so langsam auf. Einmal nach da, mein Freund. Kann ich danach greifen? Ich kann danach greifen. Oh ja, das ist ja geil. Ja, das ist echt. Rein. Beweg sie. Ich bin schon dabei. Hoch, runter, hoch, runter. Das ist ein Lied. Hey, wir sollten eine Band gründen. Ja, wir müssen eine Band gründen. Bam, 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 bam. Wir haben dieselbe Mutter. Und jetzt? Oh, erstmal gegen den VR-Brille schlagen. Die Künste sind ziemlich bescheiden. Fick dich. Okay, wohin kann ich denn jetzt? Ich könnte der durchschnittlichste DJ aller Zeiten werden. Hier kommt DJ Dürftig. MC Mittelmäßig. Und jetzt passt gut auf. Und seine Crew. Und herzlich willkommen. Junge. Ja. Das war mal seine Crew. Ich fand das gut. Sorry. Aber wir haben eine Mission. Ja, stimmt, ja. Meine Freunde, ich sag ja, ich bin gut und zerstören. Na komm, gehen wir. Okay, es ist sehr dunkel hier. In dunklen Räumen und Gassen fühle ich mich halt nicht so sicher. Wir müssen jetzt hier durch. Und noch mehr Dunkelheit. Mama. Oh, mein Controller. Alter. Das steht gleich irgendwo, ich schwöre. Wo ist denn mein Bruder oder so, wie der auch heißt? Also dieser Raum ist ganz schön gruselig. Nicht wahr? Was machst du? Warum schleichst du dich an? Was? Bringen die euch denn keine Selbstverteidigung bei? Ach, hör schon auf. Tony scheint wohl auf solche Puppen zu stehen. Ja, richtiger Swordman. Das ist ja sehr strange. What the fuck? Wie sind die Figuren da hingekommen? Gib mal dein Handy.
Ich habe schon meine Hand ausgerichtet. Selbstverteidigung ist aktiviert. Zweimal, Mann, zweimal erwischt. Du hast mich nicht erwischt. Du hast mich einmal erwischt, mein Freund. Ich sehe dich. Ich sehe dich ganz genau. Jetzt sehe ich dich leider nicht mehr, aber. Pff. Na komm, gehen wir. Keine Angst, ich passe auf dich auf. Ach ja. Das war uncool. Das war echt uncool. Ja, das ist die Zivilisation. Ich darf da was drauf malen. Gib her. Oh, ist das geil. Was denkst du, was der Kram wert ist? Jetzt wahrscheinlich noch mehr. Ja. Warte. Ja, dieses Werk hier braucht noch etwas mehr. Und 71. Ja, ist jetzt nicht die beste Kunst, aber subscribe mich. Und jetzt nur noch die. Ach Mann. Na los, gehen wir. Lass doch fallen. Hast du das gesehen? Ja. Wow. Nee, hab ich noch nicht. Naja, weiter geht's. Ah, sehr gut. Junge. Haben wir irgendwelche Waffen oder so? Nee. Ah, das kenne ich noch gar nicht. Also das geht noch nicht. Ich versuche es zu hacken. Okay. 1, 2, 3. Alter, ist das geil. Also meine Freunde, sowas muss man lieben. Ich muss es ehrlich sagen. Junge. Ist ja kein Problem. Ah. Lol. Was ist denn hier? Natürlich. Mach die Tür auf! Oh Mann. Was suchen wir denn? Spuren, Beweise, Anhaltspunkte zu Tonys Plan. Das ist geil. Lass mich mal eben gucken, wo ich gerade stehe, dann werde ich mich so verschanzen hier. Da ist natürlich nichts. Und was kann das? Nehme ich. Okay. Unwichtig. 12.400 VP. $51, $58. Arrow Gallery. Okay, braucht auch kein Schwein. Ja, hier ist eine Menge Zeug. Hast du was? Nichts. Ein Haufen Papierkram. Hey, Sekunde. Schön in die Kamera lächeln. Dagegen sollten okay, wir uns weiter geht's. Ich gehe mal nach dahin. Kann ich hier irgendwas in die Luft sprengen? Der Stromkasten ist da drüben. Okay, ich mach das. Was muss ich machen? Ah, okay, okay, ich hab's. Boop. Boop, boop, boop. Und 1 und 2. Haha. Kamera ist aus. Okay, okay. Hier sind noch mehr Dokumente. Arrow Gallery. Oh, ich sehe das so schlecht. Your number. Origin. Packet of Sandrily, glaube ich. Ich kann es kaum lesen. Was hast du? Failed. Lieferscheine, Rechnung. Auf den ersten Blick alles ganz normal, aber irgendwas stimmt hier nicht ganz. Weil es bloß eine Fassade ist. So hat Ed auch angefangen. Original. Mit Lieferung. Ja. Aber was vertickt er? Drogen? Waffen? Nein, das war der alte Tony. Nein, das ist was anderes. Wie konnte er das so schnell organisieren? Jemand muss ihn unterstützen. Ist er deshalb so übermütig? Aber wer? Welche Häfen nutzt er? Gar keine. Und wenn ihr herausfinden wollt, was genau hier in dem Labor ist, um nicht zu verpassen, kommentieren, liken und abonnieren!